Ich möchte die Spaltung der Gesellschaft überwinden und besuche am 1. Mai die FPÖ in Linz. Komme in friedlicher Mission. Mal schauen, wer heute mehr schäumt, das Bier oder Herbert Kickl. Österreich, Österreich. Heute ist der Tag der Arbeit. Wann haben Sie das letzte Mal was gearbeitet? Gestern. Gestern um 8 Uhr in der Früh. Ach so, eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank geholt, oder was? Zum Beispiel, ja. Tag der Arbeit, da machen Sie am liebsten blau. Richtig, genau. Sie sind von ATV, oder? Absolut richtig, das sieht man ja an dem Mikro. Putin ist angetreten, um die Ukraine zu entnazifizieren. Da kann man nur froh sein, dass er das nicht mit Oberösterreich macht, ne? Wieso? Hier gibt es ja keine Nazis. Herr Kickl, werden Sie mir dann ein Interview geben? Herr Kickl, bitte, sind wir wieder gut, Herr Kickl, bitte. Ich hätte ihm nur was fragen wollen. 2 Jahre lang haben Sie jetzt herumgetrampelt, diese Schwarzen mit den Grünen auf unseren Grund- und Freiheitsrechten. 2 Jahre lang haben Sie die Schönheit der Verfassung regelrecht entehrt. Herbert Kickl kann zündeln, so viel er möchte. Der Funke springt nicht über. Ich glaube schon, bin aber bei der Feuerwehr. Das heißt, wenn wer zündelt, lösche. Die sagen, sie löschen, sind in Wahrheit die Brandstifter. Und das durchschauen die Leute. So wie es vor 3, 4 Jahren mal gestrichen hat, aber ist im Moment da. Es ist ja eh schwer jetzt im Sommer, oder? Für die FPÖ. Gegen wen wollt ihr da hetzen? Ne? Die Corona-Zahlen gehen zurück, die Flüchtlinge sind keine Muslime. Es wird schwer. Ne? Ja, das Gute ist, wir hetzen ja nicht. Wir sind ja die was eigentlich aufzeigen. Und da musst du zu dem Ergebnis kommen, dass zur selben Zeit, wo sie uns eingesperrt haben, wo sie uns kontrolliert und wo sie uns schikaniert haben, Reisefreiheit für Asylbetrüger aus der ganzen Welt geherrscht hat. Wird das heute die Veranstaltung, wird das eine Hetze oder wird das eine Hetz? Aber Herr Kinn, wir hetzen doch nicht. Ich bin zu allen gleich schier. Ja, zu allen gleich schier, da haben Sie absolut recht, ja. Ein echter Bösewicht des Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich hätte es auch gern, da irgendwie bezahlt zu werden für den echten Bösewicht. Ich glaube, das ist Ihnen über 20 Jahren ganz gut gelungen. Herr Kickl, darf ich Ihnen das Versöhnungsgeschenk geben? Nur das Versöhnungsgeschenk. Bitte sind wir wieder gut, Herr Kickl. Das ist nicht böse. Ja, na, Sie haben geschimpft. Wie Sie das Ivermectin genommen haben, haben Sie da nicht Angst gehabt? Ich meine, das ist dafür gemacht, um hirnlose Lebewesen zu töten. Ich habe bis heute eins genommen, weil ich bin heute von Corona, von Ihnen und vom anderen ORF zum Glück bisher verschont geblieben. Wie funktioniert denn das jetzt mit dem Ivermectin? Ja, da habe ich die Spritzen da. Aber muss ich die dann oben rein tun? Oben? Oder muss ich nicht hinkneiden werden? Also wir haben es normalerweise so gelernt, dass man zuerst den Mund und dann in der Nase. Ach so, das sind die Tests. Herr Kickl, wenn Benzin und Diesel immer teurer werden, empfehlen Sie in Österreich einen Umstieg aufs Pferd? So, für Gott. Für Gott. Auf Wiedersehen. Bist du fort? Gehst einen völlig anderen Weg. Man hört viele FPÖler, die sich an anderen Parteivorsitzenden wünschen. Wir haben ja einen Parteiobmann. Wer einen Parteivorsitzenden wünscht man sich ja nur bei der SPÖ. Ja. Ach so, ja. Bei uns heißt es nur wie Obmann. Dann ist es ja gut, dass Sie den Fehler gemacht haben und Sie mir keine Antwort geben müssen. Ja, hast du. Prost, ja. Glauben Sie nicht, dass der Herr Heimbuchner ein besserer Parteichef wäre als der Herr Kickl? Ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich Parteichef bin, dann fahre ich zum Putin um mit und tue ihn aber nicht belehren. Sondern dann lade ich ihn ein zu Friedensgespräche in Wien, irgendwo bei der UN oder egal wo. Und sind Sie gekommen, dass Sie den Parteivorsitz übernehmen heute? Wenn das möglich ist und Sie geben mir ihn, in 14 Tagen haben wir Frieden. Immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, immer wieder Österreich, für immer und ewig. Das war's ja vom 1. Mai der FPÖ. Es war richtig geil. Gut, das Einzige, was ein bisschen bremst hat, war die Rede von dem, wie heißt der schon in Stache geredet hat? Parteiobmann heute. Wir haben die Gräben zugeschüttet und ich mich selber auch, aber einer geht schon noch.